So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüßt euch, servus. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal ein bisschen Slow Motion mit der Campark-Kamera. Und zwar, ich habe mir ein paar neue Sachen organisiert. Zuerst kommen wir mal auf den Blinker. Ich habe mir eine kabellose Blinkereinheit besorgt, also Rücklicht mit Blinker. Und es geht per Funk, das kann man vorne am Lenker festmachen und per Funk wird dann die Blinkeranlage geschaltet. Dann kommen wir zum nächsten. Ich habe mir natürlich ein neues Schloss organisiert, da ich beim alten Video, ja, so wie Leute sich lustig gemacht haben, was heißt lustig, recht haben sie ja, ich hatte ein ziemlich dünnes Schloss und da habe ich mir jetzt unbedingt ein neues Schloss kaufen müssen, weil die gemeint haben, das alte Schloss, wo drauf war, hätten sie in 3 oder bis 10 Sekunden geknackt. Da habe ich gedacht, okay, muss mein neues Schloss her. Und das nächste, was ich organisiert habe, wie ihr das hier schön sehen könnt, ist ein neues Schutzblech von Cefal. Das habe ich mir bei eBay ersteigert. Das war neu für, glaube ich, 20 oder 24 Euro. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Auf alle Fälle passt das ganz gut, weil es ein 3.0er ist, also für die Reifenbreite. Wie man das von vorne jetzt vielleicht wahrscheinlich gut sehen kann, sieht ihr, das ist optimal für einen 3.0er Reifen. Also die Breite passt sehr gut. Und was hat das, glaube ich, 130 Gramm, allzu schwer ist es auch nicht. Und das kann man nach vorne und hinten etwas variieren. Es kommt darauf an, wie man halt die Kabelbinder festmacht. Da sind ja einige Löcher vorne, also oben, also am Schutzblech dran. Vielleicht sieht man das jetzt ein bisschen, kann man das sehen. Ja, etwas schlecht. Aber man kann es etwas verstellen nach vorne und hinten. Ja, jetzt sieht man es vielleicht. Ja, jetzt hat genau. Jetzt sind die Löcher. Kommt darauf an, wie man die Kabelbinder hinmacht. So kann man das Schutzblech ein bisschen verstellen. Ja, und zum nächsten. Ja, genau. Und hinten werde ich mir halt auch noch demnächst noch ein neues Schutzblech organisieren. Und ja, hier halt mein Blinker wieder. Und genau vorne kommt jetzt die Blinkereinheit. Die zeige ich euch mal. Das ist hier der Blinker selber. Also per Funk links und rechts. Dann hinten kann man auch das Licht starten oder auch zum Dauerblinken anmachen. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Und ich wünsche euch was und wir hören uns hoffentlich wieder auf meinem Kanal. Bleibt sauer, bleibt gesund und habe die Ehre, habe die Masern. Ja, habe ich wahrscheinlich nicht. Okay, 40, ciao, Derry.